Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um barrierefreies Design von Webseiten und wie man eine Webseite in semantische Abschnitte einteilen und mit Landmarks versehen sollte. Das Video ist Teil der Reihe im Remax Channel Digitale Barrierefreiheit von Anfang an. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Landmarks sind wichtig zur Navigation, vor allem für Benutzer mit Screenreader. Semantische Abschnitte werden mit Landmarks bezeichnet und dadurch können Benutzer schnell an die entsprechenden Stellen in der Webseite springen. Es gibt auch Browsererweiterungen, die es ohne Screenreader erlauben, über Landmarks zu navigieren. Ich werde das später zeigen. HTML-Elemente sind vorgesehen, um sogenannte Landmarks zu kennzeichnen. Es gibt aber auch ARIA-Rollen oder WAI-ARIA-Rollen, die aber meist optional sind. Wenn ein HTML-Tag für einen Abschnitt existiert, dann ist dieser vorzuziehen. Wichtig ist, dass die Reihenfolge des Textes und des Inhalts, so wie er im HTML-Code steht, logisch ist. Und man in dieser Reihenfolge lesen kann und den Inhalt gut verstehen kann. Ich habe hier ein kleines Beispiel einer einfachen Webseitenstruktur mit Landmarks. Der Body Tag umgibt alles. Dann haben wir ein Header Tag in HTML5. Das kann auch optional mit der WAI-ARIA-Rolle Banner bezeichnet werden. Also es handelt sich um eine Kopfzeile hier, die sich wiederholt auf verschiedenen Webseiten einer Website. Wenn die Webseite ein Hauptmenü enthält, dann sollte das durch ein Nav-Tag gekennzeichnet werden, optional auch durch die Rolle Navigation. Wenn die Webseite eine Suchbox enthält, dann kann man das durch die WAI-ARIA-Rolle Search kennzeichnen. Dafür gibt es kein entsprechendes HTML-Tag. Den Hauptinhalt einer Webseite klammert man in Main als HTML-Tag, optional auch durch die Rolle Main gekennzeichnet. Der Hauptinhalt kann Sections enthalten, also HTML-Tag-Section. Das sind semantisch geschlossene Abschnitte, optional auch mit der Rolle Region gekennzeichnet. Wenn ein solcher Abschnitt einen journalistischen Artikel darstellt, dann kann man auch den HTML-Tag Article verwenden oder die Rolle Article optional. Und wenn ein Formular enthalten ist, dann sollte man den HTML-Tag Form verwenden oder optional die Rolle Form. Oftmals gibt es auch noch komplementären Inhalt, der nicht zum Hauptinhalt gehört, aber trotzdem relevant ist, dann bezeichnet man den mit dem HTML-Tag Aside oder optional mit der Rolle Complementary. Und eine Fußzeile wird mit dem HTML-Tag Footer gekennzeichnet oder die Rolle Content Info. Ich werde das jetzt an einem Beispiel zeigen, an einem einfachen, minimalistischen Beispiel einer Website. Hier ist der Code dafür. Wir haben also das HTML-Tag, das alles umschließt. Dann im Head Metadaten, die aber nicht dargestellt werden. Und jetzt kommen die Abschnitte. Erstmal Body, das ist noch klar. Dann kommt ein sogenannter Skip-Link, da werde ich gleich noch was dazu sagen. Der gehört zu keinem semantischen Abschnitt. Dann der erste semantische Abschnitt, der hier auftaucht, ist Header. Das ist eine Kopfzeile. Ich habe hier auch die WAI-ARIA-Rollen mit drauf, die wie gesagt optional sind. Man kann sie auch weglassen. Hier für die Kopfzeile wäre das Banner. Und dann habe ich einfach ein Bildchen hier, das als Banner verwendet wird, mit einem leeren Alternativtext, weil es ja dekorativ ist. Das Hauptmenü wird durch Nav gekennzeichnet, optional auch durch Role gleich Navigation. Hier brauche ich ein Label, das wird mit dem Attribut ARIA Label angegeben. Ich kennzeichne das als Hauptmenü, weil es nämlich nochmal ein
Enough-Tag gibt in diesem Dokument und der Benutzer sollte unterscheiden können. Und für den Benutzer ist dann diese Kennzeichnung Hauptmenü wichtig. In dem Hauptmenü gebe ich die Menüpunkte an durch eine ungeordnete Liste, wie das so üblich ist. Die nächste Einheit ist der semantische Abschnitt der Suchbox. Hier gibt es kein HTML-Tag, deswegen muss ich diff verwenden, aber die Rolle ist Search. Das ist wichtig, das hier zu kennzeichnen. Dann habe ich da drin ein Label mit Suche und ein Input-Feld, ein Eingabefeld mit Type Click Search. Das kann man in HTML5 so machen und sollte man auch so machen. Der Hauptinhalt wird durch Main geklammert. Hier habe ich auch optional die Rolle Main und der Tab-Index gleich minus 1. Das hängt mit dem Skip-Link zusammen, sorgt dafür, dass ich den Fokus programmatisch auf diesen Main-Abschnitt setzen kann. Darin habe ich eine Hauptüberschrift H1 und einen Unterabschnitt mit Section gekennzeichnet, der aus einer H2-Überschrift und einem Textabschnitt Paragraph besteht. Nach Main kommt Side, das ist ein komplementärer Inhalt, wird auch mit Role gleich Complementary gekennzeichnet. Das habe ich dann als Randnotizen und mit einem Textparagraphen befüllt. Und die Fußzeile, optional Row gleich Content Info. Und hier habe ich wieder Verweise, das muss ich als NAV kennzeichnen, Verweise auf das Impressum und Datenschutzrichtlinien. Und weil ich schon einmal ein anderes NAV habe auf dieser Seite, muss ich hier mit ARIA Label dem auch einen Bezeichner geben und ich habe das mit rechtliche Verweise bezeichnet und dann noch einen Gruß zum Schluss auf Wiedersehen. Wir wollen uns jetzt nochmal anschauen, was es mit dem Skip-Link auf sich hat. Der Skip-Link ist für Benutzer da, die nur mit dem Keyboard navigieren, aber keinen Screenreader benutzen, die also sehen können. Und da ist es wichtig, dass sie eben auch zum Hauptinhalt springen können. Und deswegen macht man ganz am Anfang sofort nach Body hier einen Link hin, ein A-Element, der dann zu dem Element mit ID Main springt. Das ist das hier. Und der Text ist hier zum Hauptinhalt als Link. Das taucht aber nur auf. Es wird durch CSS gesteuert, wenn ich auch wirklich nur die Tastatur benutze zum Navigieren. Wir schauen uns das jetzt einmal an, wie das aussieht. Und zwar im Browser. Sie können das auch abrufen von unserem Server. Wir haben hier ein Banner und ich zeige das jetzt gleich mit dem Landmark Navigation Add-in für Chrome. Hier kann ich mir jetzt die einzelnen semantischen Abschnitte anzeigen lassen, das Banner und auch gleich hinspringen, das Hauptmenü, die Suchbox, der Hauptabschnitt, der Hauptinhalt, der komplementäre Inhalt, die Fußzeile hier mit Content Information bezeichnet und darin enthalten die rechtlichen Verweise. Wenn man jetzt keine solche Erweiterung hat für die Landmarks, kann man trotzdem zum Hauptinhalt springen, indem man jetzt mit der Tastatur, mit der Tab-Taste navigiert und dann erscheint als erster Link zum Hauptinhalt. Wenn ich jetzt Enter drücke, dann sehen Sie, wird der Hauptinhalt markiert und ich kann natürlich auch die restlichen Links ansteuern. Noch einmal zur Wiederholung, was Sie beachten sollten. Jeder Text sollte von einer Landmark umgeben sein, jeder Inhalt natürlich, damit man anspringen kann, mit Ausnahme des Skip-Links. Und Sie sollten die Zahl der Landmarks auf das Nötigste begrenzen, damit die Navigation nicht zu umfangreich wird. Wenn es HTML-Tags gibt, um Landmarks zu kennzeichnen, sollten Sie diese auch verwenden. Sie können aber auch zusätzlich die ARIA-Rollen verwenden
Für die Suchbox gibt es allerdings kein HTML-Tag, sondern nur die Rolle Search. Es gibt Elemente, die nur einmal vorkommen dürfen auf einer Webseite. Das wäre Header, Main und Footer. Andere Elemente können mehrfach vorkommen. Wir haben das gesehen beim Nav-Tag und in dem Fall sollten Sie die Tags unterschiedlich kennzeichnen durch ARIA Label, damit der Benutzer auch die Abschnitte entsprechend identifizieren und dorthin navigieren kann. Und vergessen Sie nicht, den Skip-Link ganz am Anfang der Webseite einzufügen und der dann auf das Main-Tag verweist. Das war Seitenstruktur und Landmarks aus der Reihe Remax Channel, digitale Barrierefreiheit von Anfang an von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien in Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe und den darin behandelten WCAG 2.1 Erfolgskriterien finden Sie unter https://gpei.eu/ von Anfang an. Sie können dort auch diese Folien und das Beispieldokument herunterladen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.